Wenn du angeln willst und deinen Angelhaken in eine Pfütze hineinhältst, dann wirst du sehr wahrscheinlich keine Fische fangen. Das gleiche kann dir auch im Internet passieren. Das gleiche kann dir auch im Online-Marketing passieren, dass du die drei größten Fehler machst. Und ich freue mich, dass heute Christoph Schwinghammer dabei ist als Experte für Performance-Marketing und uns hilft und uns aufklärt, was die drei größten Fehler sein können im Online-Marketing. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Danke, lieber Daniel. Ja genau, es gibt drei Fehler, die du im Performance-Marketing machen kannst, vor allem als Gründer und als kleines Unternehmen. Und wenn du diese verhinderst, garantiere ich dir, dass du die Kunden gewinnst, die du haben möchtest, so wächst, wie du willst und am Ende dein Business davon profitiert, dass du einfach skalieren kannst. Ich bin mir sicher, Christoph, dass das für alle Gründer, aber auch für alle Unternehmen interessant ist, die noch keine eigene Marketingabteilung haben. Jetzt interessiert es uns natürlich, was ist denn so der erste große Fehler, den die meisten draußen im Internet machen, wenn sie Kunden gewinnen wollen? Ja, das ist ganz klar. Also, sie orientieren sich immer noch an alte Modelle, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Das heißt? Das heißt ganz konkret, es gibt ja das AIDA-Modell. Das gibt es schon seit 1890. Und es geht ja darum, hier Aufmerksamkeit zu schaffen, dann Interesse zu schaffen, dass der Kunde sich für das Produkt interessiert. Am Ende hat er dann den Wunsch, dieses Produkt zu besitzen. Und am Ende kommt dann die Action, das A, und er soll dann kaufen. Das Problem ist, in der heutigen Zeit läuft nichts mehr linear ab, sondern es ist alles dynamisch, es verändert sich. Der Einstiegspunkt ist ganz woanders beim Kunden. Das heißt, er kommt gar nicht von oben von dem Trichter unten rein bis zur Action, sondern er kommt irgendwo rein. Und das ist der große Unterschied. Und dafür gibt es dann auch neue Modelle, die auch zeitgemäß sind. Und da hast du ein neues Modell entwickelt, hast du mir gesagt. Genau, vor allem für den Bereich Performance-Marketing ist es enorm wichtig, sich dieses nochmal genauer anzuschauen, was macht den Kunden denn so besonders? Was ist die Herausforderung? Und bei dieser Dynamik müssen wir schauen, dass wir da drei einzelne Steps haben, mit denen wir arbeiten können. Das bedeutet, es geht um die Relevanz, es geht ums Engagement und es geht am Ende auch um den Erfolg. Das REE-Modell deckt das alles ab, wie du deinen Zielkunden findest, wie du es schaffst, dass er mit dir interagiert und wie du am Ende den Erfolg noch mehr ausweitest. Kommen wir zum zweiten Fehler. Was ist der zweite Fehler, den die meisten deiner Meinung nach machen? Also der zweite Fehler, da geht es einfach darum, dass man sich verzettelt. Man kann sich das so vorstellen, als Gründer und als kleines Unternehmen hat man ein begrenztes Budget. Und die Frage stellt sich, wofür nutze ich das Budget fürs Marketing? Und das Problem ist, dass man sich da leicht verzetteln kann, wenn man zu viele Kanäle benutzt. So, die Frage ist natürlich, wie findest du jetzt deinen Kanal, der für dich der passende ist? Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass du einfach mal schaust, wie sieht dein Zielkunde aus im ersten Schritt natürlich. Und du kannst es dir so vorstellen, eine Glühbirne mit 100 Watt, die überall hinstrahlt, ist ganz schön, aber stell dir vor, du hättest einen Laser mit 100 Watt, der sogar Metall schneiden kann. Und genauso ist es auch, konzentrier dich auf eine bis maximal zwei Mediakanäle, um am Ende dann in dem auch Erfolg zu haben und dort dann auch deine Kunden zu gewinnen. Das heißt, deine Empfehlung ist auch hier, sich spitz aufzustellen, sich zu fokussieren und ganz klar zu wissen, welche sozialen Medien sind überhaupt geeignet, bevor man dann Geld investiert, bevor man dann die entsprechenden Kanäle aufbaut. Genau, also das ist dann perfekt, wenn man dann seine Nische hat. Und da kommen wir auch schon gleich zum dritten Problem. Und zwar, beim dritten Problem ist es so, dass du ganz genau wissen musst, wenn du dich so spitz aufstellen willst, wer ist dein Zielkunde. Da geht es nicht irgendwie um soziodemografische Merkmale, das ist natürlich auch wichtig, aber viel wichtiger ist es zu wissen, was ist eigentlich das Problem von deinem Kunden und was würde er dafür geben, dieses Problem zu lösen. Und das sehe ich so oft, dass das einfach fehlt. Man geht auf eine Homepage, was steht da? Da wird nur ein Unternehmen vorgestellt, wir sind ein traditionsreiches Unternehmen. Was sagt das? Welches Problem löst das? Das ist ja bekannt, dass der Markt ja nicht die Zielgruppe ist und dass die Zielgruppe wiederum bestimmte Keywords eingibt und dass die eine Erwartungshaltung haben. Und das ist dann sozusagen die Lösung, wenn ich richtig verstanden habe, sich genau zu wissen, genauso zu positionieren und den Kunden zu kennen und sich darauf auszurichten. Genau, also wirklich das Problem des Kunden zu verstehen und auch zu wissen, wie man es lösen kann. Wenn du das anbietest, garantiere ich dir, wird dein Unternehmen wachsen. Und dann geht es wirklich nur noch darum, dass die Masse dich kennenlernen und weiß, was du bietest. Und wenn du ihr Problem löst, hast du schon einen Kunden gewonnen, wenn er auf deiner Seite ist. Ja, Christoph, das klingt ja super spannend und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, ich habe früher meine Kunden ja unspezifisch auf irgendwelchen Netzwerken zufällig getroffen oder Vorträge gehalten oder persönlich angesprochen. Und seitdem ich das gemacht habe, was du sagst, dann rufen die Kunden bei mir an. Und das ist ja, glaube ich, auch der Mehrwert,
der dann resultiert, wenn man sich vernünftig mittels Performance-Marketing aufstellt. Ist das so richtig? Genau, also wenn du deine Zielgruppe kennst und wirklich mit der Botschaft rausgehst, wie du das Problem lösen kannst von ihnen, ist es ein leichtes, Kunden zu gewinnen, weil du bist der Einzige, der ihr Problem lösen kann. Super. Wenn ich jetzt beispielsweise selbst Gründer bin oder Jungunternehmer oder Kleinunternehmer mit weniger als 50 Mitarbeitern, wie kann ich dann mit dir in Kontakt kommen? Was kann der nächste Schritt sein, um selbst auch Performance-Marketing in meine Geschäftsplanung auch mit reinzubauen? Das Wichtigste, habe ich ja gesagt, ist das ganze Thema REE, Marketingplan, bedeutet, wie kannst du deine Relevanz steigern, kannst du das Engagement steigern, dass deine Kunden mit dir interagieren und am Ende dann auch wirklich ein erfolgreiches Business aufbauen. Und dafür gibt es diesen Marketingplan. Ich habe einen entwickelt, den du herunterladen kannst, den du auch herunterladen kannst und dir einfach kostenfrei anschauen kannst, wie du mit diesem Plan deinen Umsatz steigerst und eine Orientierung hast, an welchen Stellschrauben du einfach drehen kannst, damit du mehr Neukunden gewinnen kannst. Du kannst also jetzt direkt im Anschluss unter dem Video einen Link finden für das kostenlose Freebie. Gerne kannst du aber auch mit Christoph ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, um zu gucken, was ist tatsächlich machbar. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du jetzt gerne einen Daumen hoch machen und den Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg, im Internet erfolgreich zu fischen.